Ja, hallihallo liebe Finnland-Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe eine neue Karte in die Kamera eingelegt, weil heute geht es los. Nach überstandener Corona-Krankheit starten wir leicht verspätet in unseren Winterurlaub nach Lappland. Und wir starten jetzt hier heute in der Nähe von Lahti und ihr seid dabei. Verzeiht mir bitte, wenn nicht alles ganz so perfekt ist. Das, was ich hier mache, mache ich unterwegs mit dem Handy. Aber trotzdem, ich freue mich drauf und gleich geht's weiter. Bis dann. Ja, wie gesagt, wir starten hier in der Nähe von Lahti, also noch kurz vorher. Und jetzt tanke ich erstmal voll, damit ich nachher weiß, wie viel wir bis Rovaniemi gebraucht haben. Unterwegs sind wir mit unserem alten Touran von Baujahr 2005 und da fahren wir einfach los, so machen wir das. Ich tanke jetzt voll und was kostet das Ganze hier? Ja, auf einer Wald- und Wiesentankstelle hier. Ich muss 98 Oktan mit dem FSI-Motor tanken und bezahle jetzt 2 Euro und ein bisschen für 1 Liter Benzin. Ja, viel Spaß. Ja, und schon haben wir auch gleich das erste Problem. Der Tankdeckel lässt sich nicht öffnen. Wir hatten letzten Tage Tauwetter, heute Nacht wieder Frost, zugefroren. So, jetzt freikämpfen das Ding.
Durch den Wald und los, ne? So, dann wollen wir mal. Das ist unser Möcki. Möcki Nummer 1. Sieht ja gemütlich aus. Man sieht gar nicht viel im Dunkeln hier. Der große Moment. Im Dunkeln reisen wir hier an, ne? Tada. Es ist warm. Tierisch warm. Oh, geil. Frieren tun wir schon mal nicht. Das ist ja geil. Guck mal, das Bett ist in so einem Holzding drin. Das sind Balkenhölzer, ja. Ist noch ein bisschen mehr Licht hier. Licht ist schlecht. Da gibt es noch Licht. Hier sind unsere Vorhänge, guck mal hinter dir. Ja. Die haben wir auch. Mhm. Und ein geiler Stuhl. So, ich würde sagen, du freundest dich mit der Situation an und ich hole das Auto. Und ich würde sagen, darf ich noch was sagen? Hm. Kein Ofen. Ja, Ruhe am Hinter. Ja, also guten Morgen. Ja, wir haben die erste Nacht in unserem gemieteten Möcki hier verbracht und ein bisschen weniger geschlafen, weil man sich hier noch an alles gewöhnen muss. Das Möcki ist wirklich toll. Es ist sehr klein, ne? Hast du, haben die eine Angabe gemacht, wie viel Quadratmeter das sein soll? Weißt du das, die Größe? Nee. Naja, auf jeden Fall Kiellinien heißt dieser Abschnitt hier. Kierhinnen heißt dieser Abschnitt hier. Also, ja, wahrscheinlich heißt der See auch so, oder? Nein. Wie heißt der See? Weißt du das so? Aber Kierhinnen ist wahrscheinlich hier so eine Art Gemeinde, ne? Oder Urlaubsgemeinde oder, naja, diese Möcki-Zusammenschluss. Dieses Möcki, wo wir hier sind, da gibt es 5 Stück von. Die sind alle gleich, so hintereinander aufgebaut und auch weit genug voneinander, dass man sich nicht stört. Und man hat einen super Ausblick hier direkt vom Fenster aus auf den See, ne? Also wenn man hier frühstückt und oder irgendwas. Ja, jetzt ist es natürlich nur weiß, weil es geschneit hat und zugefroren ist. Ja, und ich führe euch hier auch gleich nochmal ein bisschen rum. Zu gestern nochmal, wir sind ja zu Hause losgefahren, also zwischen Hüvika und Lahti, irgendwo in Kantaherme, und bis hier hoch haben wir doch tatsächlich gute 12 Stunden gebraucht. Das war nicht nur reine Fahrzeit, wir mussten natürlich dann auch öfter Pause machen, weil ich ein bisschen müde wurde. Wir haben nicht die Möglichkeit, uns abzuwechseln, und
So habe ich halt eben öfter mal eine Pause gemacht und auch mal ein bisschen länger. Und dann kamen wir hier an und dann waren wir hier auch noch mal einkaufen. Und das letzte Stück durch den Wald war auch noch mal 15 Minuten. Und am Ende des Tages waren irgendwie 13 Stunden vergangen, nachdem wir losgefahren sind zu Hause an der Haustür. So, das ist ein langer Tag irgendwie, ne? Aber es war auch schön, wir haben alles in Ruhe gemacht. Herausfordernd war das Fahren in der Hinsicht, weil das war wirklich alles dabei. Von Schneesturm, Schneeregen, Glatteis. Also in Deutschland hätte man Unwetter gesagt, oder es stand sogar in Finnland war ein Hinweis an einigen Straßen. Achtung, schlechtes Wetter. Naja, auf jeden Fall. In Deutschland wäre man bei solchen Verhältnissen wahrscheinlich überhaupt gar nicht losgefahren. Und hier hat man dann solche Verhältnisse eben 13 Stunden lang, ne? Und das ist eben das, was ein bisschen schlaucht, weil du ja ständig da bist, ständig in Hab 8 so, ne? Du musst immer aufpassen, genug Abstand, Boden, was weiß ich so, ne? Ja, jemand, der täglich fährt, lacht jetzt wahrscheinlich, aber ich finde, das ist schon ganz schön, ne? Wenn man hier zum Konsum um die Ecke ist, das alles gar kein Ding. Macht das wahrscheinlich auch noch Spaß. Aber wenn du 13 Stunden auf verschiedenen Straßen unterwegs bist, dann ist das schon. So, jetzt habe ich aber viel erzählt. Jetzt zeige ich euch hier nochmal die Bude ganz genau. Oh, was hier alles ist, wie die ausgestattet ist. Und gehen wir nochmal auf Theresien hier. Und auch gleich, wenn wir angezogen sind, gibt es dann nochmal einen kleinen Rundumblick des ganzen Geländes hier. Gestern Abend war es ja dunkel, als wir angekommen sind. Und ja, los geht's. Ja, Wohnfläche habe ich gerade erfahren, ist 22 Quadratmeter. Und ich finde, zu zweit im Urlaub für ein paar Tage ist das völlig in Ordnung. Ja. Schneit. Da sitzt sie, die Kleine. Ja, und man fährt hier wirklich 15 Minuten oder so durch den Wald noch hier das letzte Stück, bevor man hier ankommt. Oder wenigstens sind es kleinere Straßen. Ja, es hat auch gestern die ganze Zeit geschneit, jetzt schneit es wieder. Und von der Helligkeit her, was haben wir jetzt morgens 7:30? Ja, so sieht's aus. Ich drehe euch mal um hier. Und zack. So, und da unten haben wir geparkt. Dann kommt man hier so einen Schnarchweg lang. Zack, zack, zack. Geländer hoch. Und dann ist man hier auf der Terrasse, ne, ist super toll. Da hinten die Nachbarhäuser. Dach verschneit. Auf dem Dach sind bestimmt 60 cm Schnee, weiß ich nicht, aber ja. Und ja, so sieht das hier aus. Alles ganz schick gemacht. Kleine Raucherecke hier. Und da ist denn der nächste Nachbar, ist irgendwie auch weit genug weg. So, jetzt wollen wir mal rein in die gute Stube. Hallo. So. Hi. Ja, man kommt hier rein und ist gleich so kleine Fußmattenbereiche für die Schnee verstrahlten Schuhe. So, und dann ja, gemütliche Sitzecke. Klimaanlage ist hier. Ist mit Klimaanlage ausgestattet. Und ja, Tisch mit Sitzecke zum Frühstücken. Und hier ist so eine Schlafnische. Total schön. So ein bisschen hier eingelassen. Und wenn man hier liegt,
kann man super hier auch auf den See schauen. Also das gefällt mir gut. So, dann gibt es hier natürlich Küchenzeile, wo alles ist. Da wollen wir heute noch mal ein bisschen rausgehen. Die große Action wollen wir heute noch nicht machen. Aber ein bisschen draußen rumrennen auf jeden Fall. Ja, was uns fehlt, ist ein Herd. Wir haben natürlich eingekauft, bevor wir angekommen sind. Und dann mussten wir einfach mal ein bisschen improvisieren. Ja, hier guck mal, ganz schön mit so einer Sitzecke auch. Das hat ein bisschen Stil, ne? Schöne Lampe, schöne Sessel. Und ein wunderbarer Blick hier raus. Ja, alles, was man sich vorstellen kann. Ne? Eine schicke Lampe hier über dem Tisch. Ja. So, und dann ist hier noch der Nassbereich. Lassen wir mal das Licht hier rein. Ja, ganz normal, Toilette, Waschbecken, Dusche. Jetzt auch nichts, was einen irgendwie umhaut. Und gibt es noch einen Schrank hier. Das ist total praktisch, weil im Wohnbereich, da kann man nicht so viel machen. Ne? Aber hier kann man wenigstens noch Sachen reinhängen oder die Jacken, wenn man da im Zimmer am Braten ist, dass das hier nicht unbedingt dann die ganzen Jacken voll stinken. Ja, super. Also heiß Wasser und Elektro haben wir alles hier. Das ist ein Luxusmöcki. Das ganze Ding war hier aufgeheizt auf mindestens 25 Grad, als wir hier reinkamen. Und das ist auch ganz typisch, ne? Klimaanlage. Ja, gerade in so einem Möcki, was aus Holz ist irgendwie, ne? So. Ja, soweit zu diesem Abschnitt. Später dann mehr. Ich versuche jetzt mal täglich oder alle paar Tage hier einen Abschnitt von unserem Lapplandurlaub gleich hochzuladen. Also wird das so eine kleine Serie. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und bis zum nächsten Abschnitt. Ciao, ciao.